Holpriges, unwegsames Gelände stellt für das E-Quad kein Problem dar. Mit voller Elektrokraft ist Fahrspaß garantiert. Das Quad funktioniert mit unseren Lithium-Eisen-Akkus, die speisen in Elektromotor. Wir können ganz einfach mit dem Gasgriff die Geschwindigkeit regeln, das ist kinderleicht. Über die Displays können wir den Ladestand von der Batterie sehen und auch die Geschwindigkeit und viele andere Details. Dann haben wir auch ein Hub eingebaut, weil das Elektroquad ist natürlich leise und deswegen müssen wir, wenn viel Leute sind, eine Aufmerksamkeit erregen. Das Fahrzeug ist für eine Geschwindigkeit von 80 km/h ausgelegt. Doch die Schüler wollen mit dem E-Quad nicht auf der Straße fahren und haben, um im Gelände in voller Fahrt nicht umzukippen, das Gefährt auf 50 km/h gedrosselt. Kein Benzin, kein Ölwechsel, keine Geruchbelästigung. Das sind nur einige der Vorteile des umgebauten Quads. Der Vorteil von dem Quad ist, dass man oberwärts die Energie wieder zurückgewinnen kann über die Rekuperation vom Motor. Das heißt, ich brauche nicht die ganze Zeit oberwärts bremsen, sondern der Motor bremst für mich. Das kann ich dann vor beim Programmiergerät einstellen. Und sozusagen speist der Motor durch den Rekuperationsvorgang die Akkus wieder. Sozusagen die Akkus werden abwärts wieder geladen und dann kann ich wieder weiter fahren. Kaum hörbar fahren die Schüler sogar im Schulgebäude ihre Runden. Das Spaßmobil braucht Energie. Das Aufladen ist ganz unkompliziert. Wir haben da ein Aufladegerät, das hängt man bei der Haushaltssteckdose zu Hause an, 230 Volt. Und dann funktioniert das Aufladen problemlos innerhalb 6 Stunden, wenn der Akku komplett entladen ist. Die Fahrzeit, das hängt noch ab je nach Fahrweise, aber in etwa wird sie dann 2 Stunden vertragen. Mit dem E-Quad haben die Schüler auch Preise gewonnen. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Tausende Arbeitsstunden haben die jungen Männer in den Umbau des Quads gesteckt. In das Projekt haben wir sehr viel Zeit investiert. Dabei zu sagen ist auch, dass wir sehr viel Zeit von der Freizeit genommen haben. Wir sind wirklich nachmittageweise da geblieben in der Werkstatt, haben selber aus Eigeninitiative daran gearbeitet. Und bis zum Schluss haben wir dann zusammengerechnet 2500 Stunden sind da hingeflossen. Elektromobilität wird in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das E-Quad ist zwar noch nicht serienreif, doch ein Prototyp ist es allemal.